Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum vierten Spieltag der DPL Season 2. Ja, erstmal nachkommentiert, weil meine Festplatte mittendrin vollgegangen ist, also mitten in der Aufnahme. Das ist natürlich blöd, tut mir leid dafür. Dementsprechend werdet ihr, glaube ich, nur diese letzten 5 bis 10 Runden live sehen. Sprich, ich werde das jetzt hier nachkommentieren und dann seht ihr das Ende nochmal in live. Das ist vielleicht sogar ganz reizvoll für euch, denn dann geht's dann richtig zur Sache und der Kampf wird erst dann entschieden. Das kann ich schon mal spoilern. Ja, auf jeden Fall, ich habe hier einen Kribotak mitgenommen, ein Phenexis, ein Bisaflor, ein Traunmagil, ein Degaspi und einen Donphan. Und bin mir eigentlich mit dem Team ziemlich sicher geworden, also dachte mir auf jeden Fall, boah, das wird auf jeden Fall was. Ich hoffe natürlich, dass wir heute unsere wunderschöne, oder beziehungsweise ziemlich hässliche Niederlagenserie beenden können. Und ja, Daniel hat hier dabei X-Bart, Heatran, Tauros, Tankelos und Gardevoir. Und all sein Machen mal selbstverständlich. Und ja, ich habe ein gestarftes Phenexis dabei, das sollte auf jeden Fall auch ziemlich gut pressuren, da er ja mit nichts eigentlich schneller ist und ich habe auch ganz gute Attacken darauf. Leider kann Phenexis ist kein Fokusstoß, aber ich hatte zum Beispiel sowas wie Magieflamme gegen seinen Tankelos. Ne, nicht Magieflamme, was hatte ich drauf? Ne, das war bei Traumagier, genau. Traumagier hatte zum Beispiel Magieflamme gegen seinen Tankelos. Also mein Team war auf jeden Fall gut auf Science ausgelegt, da läuft es auf jeden Fall. Dann mein Zerstegespiel habe ich mal wieder mitgenommen, weil ich dachte, ein Outbad Gold, vielleicht reißt der King of Kills hier mal wieder was. Dann habe ich Donphan dabei und Kributak mit den Life Orb und was weiß ich nicht alles. Hatte HP Boden auf dieser Floor gegen seinen Heat. Und schauen wir mal, ob es geklappt hat. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in den Kampf und Leute, wir müssen ja nicht diese verdammte Niederlagenserie beenden, ne? Und vielleicht klappt sie heute. So, auf jeden Fall, er leadet hier mit Deadlift seinen Machomai und ich dachte mir am Anfang, okay, leadet wahrscheinlich mit Heatran das Ding, den ich mit Kributak habe, lange umher überlegt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt gibt es einen richtig schönen, wenn er nicht HP invested ist, eventuell ein One-Hit, aber er ist ein Scarf Machomai. Crit hat nicht gemanagt, dieser Nahkampf hätte mich so schon zweimal wahrscheinlich gekillt. Deswegen stirbt gleich in der ersten Runde Kributak und das war natürlich ein krasser Missplay von mir. Hätte vielleicht jetzt gar predicten müssen. Klar, man prediktet sowas nicht, aber da habe ich auf jeden Fall ziemlich verkackt. Kann natürlich dann aber sicher mein Mega Bisaflor reinwechseln. Ach Leute, das hat mich so geärgert mit dem Scarf. Ich so scheiße in der Live-Aufnahme. Also, leider habe ich die nicht mehr. Ja, und er wechselt hier extrem riskant in seinen Bisaflor. In sein Tangelos. Und ich dachte mir, okay, gut, ich mega mich erstmal und gehe auf den Giga Drain, um Heatrans Ballon, falls er hart zu brecken, weil Heatrans Ballon war so ein riesiges Problem für mich, so riesig, weil ich könnte eigentlich, wenn Bisaflor keinen Ballon hätte, eigentlich mit Erdbeben durch das ganze Team durchfegen. Das Blöde ist halt, wenn Heatran Ballon da ist, dann ist das natürlich suboptimal. Jedenfalls hat er hier Überreste drauf. Und ja, jetzt habe ich lange überlegt, ob ich auf den HP Boden gehe und sein Heatran Predictor einfach auf die Matchbombe. Ich bin safe auf die Matchbombe gegangen, weil ich meinen HP Boden noch nicht revealen wollte, falls er tatsächlich den Luftballon drauf hat, würde er das nämlich wissen. So, jetzt wechselt er hier X-Bot rein und ich dachte mir so, nee, da bleibe ich lieber nicht drin, denn selbst wenn er speziell ist mit Giga Drain oder so, ich kann einfach nicht riskieren, dass er hier mich killt mit dem Sturzflug. Und er geht ja auf Verhöhner, da wusste ich natürlich auch noch nicht, ob er speziell ist, kann leider meine Tarnsteine auch nicht rauslegen, aber ich bin hier einfach drin geblieben, habe Eisplitter gemacht, weil ich kann meinen Mega-Bisaflor hier nicht opfern, das war meine Win-Condition. Und da er hier auf U-Turn geht, war ich mir noch schon so ziemlich sicher, dass er ein physisches ist. Man kann natürlich noch nichts ausschließen, weil U-Turn ja bloß eine Attacke ist, um zurückzugehen, beziehungsweise sowas wie Volt Switch und so, ihr wisst ja, was ich meine. Und deswegen war ich mir da auch noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde mal sagen, so 80% dachte ich mir, okay, gut, das würde schon sein. Natürlich wechselt er dann hier seinen Gardevoir rein, das ist natürlich blöd für mich, was soll ich da groß dagegen machen, und deswegen gehe ich hier wieder raus, möchte dementsprechend keine Attacken von Gardevoir fressen, und da ich mir schon ziemlich sicher war, dass ihn alles ist, mir egal ist, nein, Spaß, ich war mir schon ziemlich sicher, dass er nicht auf Spukball geht und alle anderen speziellen Attacken, sollte ich eigentlich ganz gut tanken. Ich bin ein Southwest Traunmagil und ich habe auf jeden Fall eine gute Spezialverteidigung mit der Offensivweste dann noch mehr. Er geht hier dann tatsächlich auf den Energieball und boom. Ja, 89 Schaden, nee, 89, mit 89 KP überleben wir. Geht auf jeden Fall schön ab und wir tanken das ganz gut. So, jetzt bin ich hier safe geblieben, weil ich dachte mir, er ist immer safe geblieben. Bleibe ich auch mal safe, vielleicht overpredict, ja, genau in dieser Runde. Hat leider nicht geklappt, dementsprechend geht ja sein Tauros durch. Das ist natürlich ein Missplay dann an meiner Seite, kann man nichts anderes sagen. Hat er gut predicted und da muss ich wieder mal in Tauros gehen, weil ich dementsprechend keine Attacken abbekommen habe. Möchte, wollen, wie auch immer. Und er geht hier nicht auf Body Slam, ist klar. Geht auf seinen Headbutt, um was zu treffen. Und er trifft dann meinen Donphan. Wechselt hier auch wieder zurück, weil was soll er groß gegen Donphan machen? Und wechselt dann hier seinen Sackhüpfen in Form von Heatran rein. Und hier bin ich auf den Erdbeben, Leute, gegangen. Und er hat den Luftballon drauf. Oh, hätte er keinen Luftballon drauf. Oh, es war so glorious, Leute. Und dann, Leute, spiele ich hier Overpredict. Ich hier wieder zu oft. Und er spielt safe. Er spielt safe. Und deswegen verliere ich hier Donphan, weil ich dachte mir, jetzt wird er Tarnstein auslegen. Einfach. Scheiße gespielt, kann man nichts sagen. Da hat er hier Daniel mich outplayed. Kann man nichts sagen. So.
So, dann bin ich hier auf Mega Bisa Floor gegangen, dachte mir, okay, jetzt haue ich ihn aber seinen blöden Ballon weg und jetzt wird er wahrscheinlich seine Tarnstein rausbringen. Aber er geht tatsächlich auf Höhner, deswegen habe ich trotzdem seinen Ballon weg und dachte mir so, okay, cool. Bleibt er jetzt auf einer Attacke oder bringt er jetzt seine Tarnsteine? Nein, er geht auf Flammenwurf, dementsprechend hat er wahrscheinlich noch gar keine Tarnsteine. Spielt auf jeden Fall sehr oft, Verhöhner in sein Team, wahrscheinlich um meine T-Wafer und sowas abzublocken. Und ja, ich habe die HP-Boden, wie ich schon gesagt habe, drauf und da habe ich sie dann noch eingesetzt. Und hat auf jeden Fall ganz gut geklappt und habe dementsprechend seinen Hitchhorn rausgenommen. So, und hier konnte ich einfach nicht den Stoßzug reinwechseln und mein Plan war es einfach mit Diggerspeed, das immer noch den Sash hatte, sein Team durchzufegen. Und ja, deswegen habe ich hier meinen Palmson geopfert und dachte mir so, yo, jetzt kann ich Diggerspeed nicht richtig schön reinwechseln. Und jetzt halt er sich wieder mit dem Giftschleim hoch. Ja, King of Kills, dachte ich mir, okay, komm, ich hab doch mit einem Quick Attack wird doch reichen. Das Blöde ist, ich hab nicht gedacht, dass dieses X-Bad-Fahrt auch nochmal physisch defensiv sein kann und so eine Quick Attack dann ohne Life-Hop dementsprechend nicht rein. Und hier opfer ich dann völlig dumm meinen Fokus-Hash. Dumm. Schlecht gespielt von mir, kann man nichts sagen. Das habe ich auch in der Live-Aufnahme bemängelt. Ich spiele einfach auf einiges schlechter als sonst. Und Leute, jetzt wechselt er hier sein Deadlife rein und ich dachte mir, okay, er ist gescarft. Er hatte zwei Optionen, entweder spielt safe und geht auf den Nahkampf. Oder er predicted man geht auf Knockoff, ist auch eine sehr gute Option. Ich dachte mir, okay, vielleicht geht er Nahkampf. Nein, er geht auf Knockoff. Und da kann man einfach sagen, tut mir leid. Das ist absolut scheiße gespielt von mir. Also, gut, das ist auch vielleicht ein Outplay von Daniel, wie man es auch immer definiert. Und jetzt haben wir nur noch eine ganz knappe Chance, dieses Game hier zu gewinnen. Und das werden wir auch gleich sehen. Hier kommt die Psychokinese und ja, ich denke, ich werde die Live-Aufnahme doch nicht reinschneiden. Ich werde einfach euch den Rest des Kampfes sagen, was ich auch am Ende der Live-Aufnahme gesagt habe. Jedenfalls kann ich mit der Psychokinese, da ich gescarft bin, outspeeden und jetzt habe ich einfach nur gehofft, hätte ich jetzt gewonnen, hätte ich vielleicht den Kampf sogar noch gewinnen können. Aber nein, das überlebe ich nicht mehr. Dementsprechend ist jetzt Foxy Box die leider down, weil er den Erdbeben spielt und dementsprechend wird Foxy gewone-hitted und Taurus, ob das jetzt an seinen Life-Orb stirbt oder nicht, hat nicht mehr von Bedeutung. Ich gehe in den King of Kills und hier hätte ich noch die Option, eventuell setze ich einmal mit Schwertanz auf und dann hätte ich das Game noch gewinnen können. Wenn ich plus 2 wäre, hätte ich vielleicht mit Quick Attack das ganze Game noch reisen können. Das Problem ist bloß, dass Taurus mich auf dieser Range einfach gekillt hätte mit einem Body Slam, mit einem Gierschuss, was auch immer. Und dementsprechend kommt jetzt ein Gardevoir rein und sofern ich jetzt nicht diese Schallwelle auf einen wunderschönen Wunder, wie auch immer, beste definiert, ein wunderschönes Wunder, so. Überlebe, verliere ich diesen Kampf. Und das ist der vierte DPS-Spieltag in Folge, den ich verliere. Leute, das hatte ich noch nie. Ich glaube, zweimal war das höchste, was ich hintereinander verloren habe. Knapp dreimal, ich weiß es nicht. Und das hat mich schon down gemacht und das macht mich jetzt auch noch ein bisschen down. Weil, wisst ihr, ich habe mich übelst auf DPL so gefreut und es hat echt Spaß gemacht. Aber mit den ganzen Leuten, die DPL Liga 2 Leute, aber es macht immer weniger Spaß. Weil ich verliere halt wegen meiner eigenen Dummheit. Ich habe das Gefühl, dass ich extrem schlecht geworden bin, wisst ihr? Letzte Season, das ist gar nicht so lange her, habe ich wirklich richtig okay gespielt. Ich bin nicht super gut, aber ich habe gut gespielt. So ist es nicht, ich bin ein dritter Platz geworden. Aber im Vergleich zur Liga 1 DPL, GPL, wie ich da gespielt habe, und dann bin ich in der DPL schlechter gewesen, das habe ich darauf geschoben, dass ich mehr mit der Leitung zu tun habe und dass mir das Tier und das ganze Metasystem unbekannt war. Darauf kann man es teilweise auch schieben. Aber jetzt sehe ich sie einfach in Liga 2, seht ihr, das ist so kompliziert mit diesen ganzen Ligen und diesen ganzen Seasons und jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wird es immer schwerer und ich spiele immer schlechter. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich ein schlechterer Spieler werde. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das, dass vielleicht die Luft ein bisschen raus ist. Was meint ihr? Dass ich jetzt nach, ja, fast schon über ein Jahr Liga kämpfe? Ich mache das, manche machen das jetzt ihre erste Season und können natürlich durchrasieren. So war es bei mir auch teilweise. Wenn ihr seht, so GPL-Kämpfe, wie ich da manchmal durchgegangen bin, das war schon cool. DPL ging es auch manchmal. Aber ich spiele absolut Überkrütze. Ich möchte euch jetzt echt nicht nerven, so, aber ein bisschen Real Talk für meine Zuschauer, so was ich von meiner aktuellen Situation halte, dass ich gegen Daniel verliere. Nichts gegen Daniel hat sich echt gebessert, aber an sich, von der Erfahrung her, müsste ich eigentlich gewinnen und ich habe einfach scheiße gespielt. Der hat mir einfach jeden Zug gegeben, ich habe die Misplays gemacht. Ich sehe gerade, dass ich sogar noch hätte gewinnen können, hätte ich nicht X... Wieso? Ich habe doch gesehen, dass er nicht gescarft hat. Wieso habe ich nicht Phenexis reingeholt am Anfang? Ich habe noch ein Scarf Phenexis, wo wechsle ich rein, Diggerspeed, weil ich denke, eine Quick Attack reicht. Dumm.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es an der Ligaleitung liegt, ob die Luft raus ist oder keine Ahnung, woran es richtig liegt, dass ich halt einfach mich schlechtere. Und habe mir auch schon Gedanken gemacht, ob ich nach dieser Season vielleicht Pause machen soll. Natürlich kann es auch wieder sein, dass mein Team ziemlich scheiße ist. Ich habe auch mein Team so angeschaut, vielleicht war es doch ein bisschen scheiße. Klar, Habibi ist stylisch und ich mache einen coolen Kampf draus, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach bergab geht und das möchte ich irgendwie verhindern. Entweder muss ich mich halt richtig zusammenreißen und mal wirklich alles rauspowern, weil ich habe mich ja nicht schlecht vorbereitet auf Daniel oder ich habe mich auch nicht schlecht auf Ninfa oder Laurus vorbereitet. Aber so ein kleines Quäntchen Skill fehlt mir einfach, kann man nicht anders sagen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein schlechter Spiel bin. Aber Leute, ich möchte euch jetzt hier nicht weiter nerven. Ich hoffe, der Kampf hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Wir werden wieder gewinnen, Leute. Kein Problem, wir werden wieder gewinnen. Mein Team wird noch einmal verstärkt. Ich habe offensichtlich die Schwächen einfach im Team. Und vielleicht nächste Season gibt es eine komplette Revolution in der DPL. Entweder bin ich nicht als Spieler dabei oder vielleicht als Ligaleiter mache ich mal eine Pause oder so. Kann man nicht wissen. Also an sich bin ich ja unverzichtbar, weil ich das System so am besten kenne. Aber ich denke, es wird wiederkommen, Leute. Bitte seid nicht allzu traurig. Ich schäme mich schon ein bisschen dafür, weil euch solche Kämpfe liefern muss, wo einfach jemand, der von sich selbst behauptet, am Anfang der Season, dass er vielleicht in die Top 3 kommt oder vielleicht gut spielt, jetzt mit 0-4 da steht. Ich bin, glaube ich, letzter Platz. Nächste Woche geht es gegen Gebirges und da muss ein Sieg her. Genauso wie gegen Daniel hätte auch ein Sieg her müssen. Ach, Leute, ich hoffe, der Kampf hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt mir sagen, was ihr so von meinem Skill haltet. Einfach ehrlich in die Meinung. Bitte haut Kritik her, meint so. Bin ich irgendwie zu offen? Bin ich zu offensiv für mein Team? Bin ich zu offensichtlich zu predicten? Spiele ich zu safe? Weil ich habe hier eigentlich immer versucht zu variieren, aber hey. Was soll's, Leute, bevor wir noch rummeckern. Der Live-Kampf ist ja gelöscht, deswegen habe ich eigentlich noch ein bisschen Zeit. Also, Leute. Haut mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe übrigens eine Schmusedecke, ne? Falls ihr euch dachtet, was dieses braune Ding da, abgesehen von dem braunen Ding. Ich habe hier auch noch ein braunes Ding in Form einer Schmusedecke. Leute, danke für den Support. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wir sehen uns nächste Woche oder Wonderlog oder anderen Videos. Ciao. Ups, mein Teller.